muss ja sagen, ich bin mit mittlerer Traktionskontrolle und ABS gefahren und ja, Automatikschaltung. Weil ich auch nicht wirklich die Zeit dazu habe, mir das anzutrainieren alles. Und auch den Frust nicht unbedingt haben wollte und dann mich quasi ständig drehen will. Aber ja, es ist echt schwierig, mit den Fahrhilfen dann eine gute Leistung hinzulegen. 4,5 hinter Leclerc, aber das kann sein, dass der noch nicht an der Box war. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass der schon an der Box war. Oder der kommt gerade aus der Box. Aber selbst dann, also so nah war ich an Leclerc eigentlich nicht dran. Oder der hatte vielleicht einen Schaden, dass die Reparatur ein bisschen länger gedauert hat. Ansonsten kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Von beide Renaulten an ihm vorbei. Und Leclerc war eigentlich Erster. Wieder verkackt. Also ich glaube in Runde 7, ne 6 sind wir an die Box gegangen und haben uns Mediums geholt. Also haben wir jetzt knapp 10 Runden mit dem Reifen hingelegt. Noch 2-3 Runden und dann könnte man nochmal auf Mediums wechseln. Weil auf den harten möchte ich jetzt ungern wechseln, weil der dürfte mich sehr viel verlangsamen. Und Leclerc geht an die Box. Also der muss einen Schaden haben, dass der so langsam ist. Weil auf natürlichem Wege wäre ich nicht an dem vorbeigekommen. Aber gut, werden wir eh am Ende dann erst sehen. Magnussen hängt mir immer noch tierisch am Arsch. Also der ist auf den harten Reifen echt schnell unterwegs. 1,4 Sekunden nur ist der Abstand. Also hinter denen werde ich definitiv wieder fallen. Also der Haas-Pilot hat hier definitiv die bessere Strategie. Und kann auch schneller. Ich komme hier echt nicht so gerade gut klar. Hülkenberg 5. War da vorne nicht eben auch noch Ricciardo? Also entweder war Ricciardo an der Box oder der ist an Hülkenberg vorbeigekommen. Ja, es ist ein Renault gerade an der Box. Dann hat aber Ricciardo, glaube ich, noch keinen Boxenstopp gemacht, oder? Oder war das jetzt Hülkenberg? Ich weiß es nicht. Vettel auf Hart. Eieieiei. Also der wird auch durchfahren. Ich denke mal, der Mercedes davor wird auch durchfahren. Gut, mit den Top 6... weiß ich sowieso, dass ich da zum einen mit dem Auto nicht hingehöre und auch von meinem Tempo überhaupt nicht hingehöre. Also danach habe ich eh nicht gestrebt, aber so 7., 8., 9. wäre schon eigentlich cool. Aber Magnussen versucht mir da auch gerade das Leben ein bisschen schwer zu machen, muss ich sagen. Also der gibt mächtig Gas und das auf den harten Reifen. Tja,
der Abstand zum Auto vor dir beträgt 18,7 Sekunden. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Die Reifen sind hinüber. Da ist sonst nichts mehr zu machen. Verstappen kommt vorbei, Hamilton kommt vorbei, Magnussen kommt vorbei. Ich denke mal, Sainz wird auch vorbeikommen. Der wird auch nicht mehr in die Box müssen. Da werden einige vorbeikommen. Norris kommt vorbei. Perez fährt auch einen Einstopp. Stroll fährt einen Einstopp. Wann hat denn Weber auf Hart gewechselt? Raikön auf Hart. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Aber ich lande vor Leclerc. Ist klar. Dann kann Leclerc nur einen Schaden gehabt haben. Anders ist das nicht möglich. Mal gucken, was ich da vorne noch einholen kann mit frischen Mediums. Dürfte ja ein bisschen was drin sein. Also Raikön kriege ich, glaube ich, definitiv. Also da bin ich doch, glaube ich, deutlich schneller gerade. Zumal ich ihn jetzt schon sehe, also da dürfte eigentlich nichts passieren. Leclerc hat aber echt Probleme. Absoluter zweiter schnellster Sektor. Yo! Läuft auf einmal. Und es sind nur 1,5 Sekunden auf Raikön. Also das ist jetzt nicht viel. Jean ist da auch im Kampf mit Raikön gerade. Also da werde ich mich gleich schön einklinken können. Muss ich gerade ein bisschen ausweichen, sonst hätte es, glaube ich, gerade geknallt zwischen mir und Raikön. Das Problem ist, Raikön kriegt hier auch DRS. Ich bin definitiv schneller als er. Jetzt sollte das eigentlich was werden. Hab sogar noch Weber und Grosjean überholt. Damit sind wir zumindest wieder Zwölfter. Gute Arbeit, wir sind 6 Platzierungen über der Zielvorgabe. 6 Plätze über Vorgabe. Ich würde aber gern vielleicht noch den einen oder anderen Punkt einfahren. Ricardo ist nur knapp unter 4 Sekunden vor mir. Aber Ricardo war eigentlich das ganze Rennen über schneller als ich. Aber ich weiß natürlich auch nicht, inwiefern der jetzt noch pushen kann oder ob der jetzt sich noch einige Fahrer vor mir holt.
krass, jetzt schon 11% auf den Reifen, ey. Ich verstehe es echt nicht. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,7 Sekunden. Aber ich komme näher dran. Also ich komme definitiv näher dran gerade. Damit hat er jetzt Stroll überholt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,1 Sekunden. Oh, Kimi ist auch nicht so weit hinter mir. Schnellste erste Sektorzeit. Bei der Kurve verliere ich halt leider immer sehr viel. Oh, Stroll sollte ich ohne Probleme kriegen. Vielleicht kriege ich sogar Ricardo und Stroll. Boah, da hat er sich aber à la Divebomb ein bisschen reingehauen. Und jetzt sind wir auf dem 10. Platz. Wir haben es an Ricardo vorbeigeschafft. Also der scheint echt Probleme zu haben gerade. Vorne, vor uns ist Lando Norris und Nico Hülkenberg. Da könnte ich mich auch noch ein bisschen einschalten. In den Kampf. Hülkenberg war ja sehr weit rausgekommen. Ich habe hier kein DS bekommen, obwohl ich eigentlich nah genug dran war. Weit rausgekommen. So, das könnte jetzt aber was werden. Schön an beiden vorbei. Und damit sind wir wieder auf dem 8. Platz. Auf dem Platz, auf dem wir gestartet sind. Vor uns ist Sainz. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich an den noch dran komme. Da der ja eine Einstoppstrategie fährt. Also ich hätte gedacht, dass ich durch den Stopp mehr weiter nach hinten purzel. Aber auch Perez ist in... ja, Reichweite von mir gerade. Also es könnte ein sehr gutes Ergebnis wieder werden. Ein bisschen spät gebremst. Aber Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert dabei. Aber man merkt, dass der Grip nicht mehr ganz so optimal ist gerade. Und Hülkenberg hängt mir wieder am Hintern.
aus. An Sainz komme ich aber jetzt locker vorbei. Perez könnte wirklich noch was werden. Weil der ist ja noch in Schlagdistanz. Weiter geht's aber definitiv nicht mehr. Ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren, also tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen wenig rede. Aber es ist echt knifflig gerade. Und ich will auch das Auto auch nicht wegschmeißen. Ich muss mich halt jetzt einfach gut an bei Perez positionieren. Vielleicht kann ich ihn auf Start und Ziel schon überholen. Der S kriege ich zwar, aber ich bin noch zu weit weg, definitiv. Das war jetzt nämlich nicht optimal, der Kurvenausgang da. Aber die zweite DRS-Zone könnte es vielleicht bringen. Naja, da will ich dann doch lieber nicht reinstechen. Ich glaube, da hätte ich mir mein Auto eher kaputt gemacht. Es gibt ja noch genug Überholmöglichkeiten. Was zur Hölle? Das gucke ich mir jetzt mal an. Als hätte er später eingelenkt. Es tut mir leid, dass ich jetzt die Wiederholung nutze. Aber es kam mir echt so vor, dass er da spät eingelenkt hat. Weil ich habe eigentlich gebremst wie vorhin auch die ganze Zeit. Wow. Oder es liegt am Windschatten. Oder es liegt wirklich am Windschatten. Dass der doch was krasser gerade war als sonst. Weil ich muss sagen, als wir auf Start und Ziel in die erste Kurve, da war das nicht so übertrieben mit dem Bremspunkt. Da hat das nämlich meiner Meinung nach besser hingehauen. So, jetzt könnten wir aber nah genug dran sein. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sehr schön, er geht nach innen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,0 Sekunden. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, auf Platz 6 vorzukommen. Vor allem nachdem der Start so, ja, konfus war. Und wir dann beim Boxenstopp doch echt weit nach hinten gefallen sind. Da habe ich echt gedacht, boah, das wird nichts mehr. Aber im Endeffekt lief das Rennen dann doch echt gut. 2 Positionen besser, als wir gestartet sind. Und Magnussen ist 5. Alter Schwede. Dann muss da vorne, ja gut, Gasly. Da weiß ich nicht, ist der jetzt ausgeschieden oder wo ist der? Also ich meine, ich hätte eben eine Meldung gesehen, dass er ausgeschieden ist. Aber genau sagen kann ich das jetzt gerade leider auch nicht. Ja, Leclerc ist weit hinten. Also was mit dem passiert ist, ich habe keine Ahnung. Weil der hat ja so richtig verloren. Und jetzt macht Perez Druck.
Aber Hülkenberg kann ihn jetzt etwas unter Druck setzen, hoffentlich. Wodurch er mir dann hoffentlich ein bisschen Luft geben kann. Und der versucht es hier trotzdem. Aber der Winkel war für ihn nicht optimal, weswegen er da doch dann Zeit verloren hat. Zwei Runden müssen wir noch schaffen. Das ist quasi wie in Australien, werden wir wieder von Perez gejagt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich spare mir mal jetzt auf dem Abschnitt ein bisschen ERS auf. Denn ich glaube, auf der Geraden werde ich es nachher echt brauchen können. Hier wird es schwer für die zu überholen. Hier ist zwar eine DRS-Zone, aber die ist nicht so lange. Start und Ziel sind eigentlich echt die beste Chance zum Überholen. Oder wenn man hier aus der Kurve sehr gut rauskommt, dann kann das auch ganz gut klappen. Aber sieht bei den beiden gerade nicht so aus. Sie fahren auf jeden Fall nicht gegenseitig im Windschatten. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe eigentlich eher gedacht, Hülkenberg fährt im Windschatten von Perez, um ihn und danach auch mich zu überholen. Das hat ihm aber dann doch nicht so ganz hingehauen. Aber die Lücke ist gerade ganz gut. Das könnte wirklich was werden. Aktuell muss sich Perez auch ein bisschen gegen Hülkenberg verteilen und ich bin den besten, schnellsten Sektor mal wieder gefahren. Wie auch immer ich das da hinkriege, aber ich glaube, ich habe einen guten Topspeed. Das könnte es vielleicht sein. Vettel hat gewonnen. Wir werden das Ding hier als Sechster zu Ende hinkriegen. Jetzt können wir nochmal alles geben, was wir haben in Batterie und Benzin. Denn Perez ist Gott sei Dank zu weit hinter mir, dass der nicht mehr drankommt. Und wir haben es geschafft, als Sechster über Ziel zu kommen. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Krass. Das war echt krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hier ist unser Sieger, der seinen Ferrari in den Parc Fermé fährt. Was für ein tolles Rennen. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Aber Mercedes dicht dran mit Platz 2 und 3. Also die werden in der Konstrukteurswertung gut Boden wieder zurückgeholt haben. Denn in Australien war ja Hamilton ausgeschieden bei uns. Und hier hat das jetzt auf die 3 geschafft.
schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Sebastian Vettel führt nun die Wertung der Fahrerweltmeisterschaft an. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ich hatte heute sicherlich nichts auszusetzen an der Leistung von Kevin Magnussen, der ein unglaubliches Rennen geliefert hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, war auf jeden Fall ein cooles Rennen und wir haben es sogar am Ende geschafft, die schnellste Rennrunde zu fahren. Das heißt, wir kriegen einen Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Könnte am Ende wichtig sein in der WM. Obwohl ich glaube, dieses Mal wird es kein WM-Titel, denn das Fahrzeug ist nicht ganz so stark. Die Schwierigkeit der KI ist generell ein bisschen anders. Die Fahrhilfen sind anders. Und ich werde es auch dementsprechend nach oben anpassen, wenn ich merke, ich werde wieder um einiges stärker. Denn wir fahren eigentlich immer noch ein Team, was eigentlich eher im Mittelfeld unterwegs ist, beziehungsweise im hinteren Mittelfeld. Und ja, die beiden Ergebnisse zuletzt, jetzt haben wir einen 6. Platz, letztes Mal hatten wir einen 7. Platz. Ja, war nicht verkehrt, aber sollte auch nicht Regel sein. War aber auf jeden Fall ein sehr geiles Rennen, muss ich sagen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Da ich in die Selbstdarstellung muss, muss ich jetzt eine Antwort geben, die so eigentlich nicht stimmt. Aber wir wollen ja irgendwann bei Ferrari fahren. Wir haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Viel gerutscht. Zwar teilweise schon, aber... Nee, kommt kein Kommentar. Tja, trotzdem danke. Nur weil ich jetzt eine Frage nicht beantwortet habe. Warum stellst du mir nicht einfach drei Fragen? Wäre vielleicht besser gewesen, aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir bei den Teams ankommen. Wir haben sogar die schnellste Rennrunde überhaupt gefahren. Nicht nur gegenüber Räikkönen, sondern generell. Und im Klassement sind wir auch von der 8 auf die 6 vorgesprungen. Also im Rennen. War jetzt gar nicht mal so ein schlechtes Rennen, würde ich mal fast behaupten. Oh, bei Alpha sind wir richtig krass gestiegen. Und diesmal sind wir auch bei allen Teams gestiegen. Nicht wie beim letzten Mal bei zwei Teams gestiegen und bei den anderen Teams allen gefallen. Was ich sehr seltsam fand, aber gut. Ja, war auf jeden Fall ein ganz gutes Rennen. Kann man definitiv drauf aufbauen. Ja, das war das Rennen hier in Bahrain. War ein sehr interessantes Rennen wieder. Es war zwischenzeitlich zwar so, wo ich dachte, ja, wir werden gar keine Punkte kriegen. Aber dass wir dann am Anfang und am Ende so geil fighten konnten, war schon echt nice. Und ja, mal gucken, wie es im nächsten Rennen weitergeht. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss, Leute. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.